habt ihr ja gerade gesehen, wie ich hier drüben an der Tischkreissäge mir das Holz zurechtgesägt habe. Das war ein ganz altes. Das sind so eine alten Schneidebretter vom Schweden. Die habe ich mal gefunden. Ja, die habe ich mir jetzt zurechtgesägt. Das sind jetzt 6 schöne Bretter geworden. 15 breit. Ja, und hier? Wie breit ist das? Naja, das sind fast 13. Fast 13. So, jetzt müssen wir hier die ganzen Bretter. Schaut mal hier unten. Und? Habt ihr was gehört? Nichts gehört. Jetzt ist es nämlich schön gelagert hier. Jetzt ist das nicht mehr so laut. Ja, so, hier. Jetzt müssen wir diese ganzen Bretter schön verleimen. Und dann schön festknallen. Muss ich mal sehen, ob ich lieber die großen nehme oder ich werde nur Schraubzwingen nehmen, muss ich mal schauen. Okay, das werden wir jetzt erstmal verleihen und dann muss es erstmal schön trocknen. Und weiter geht's. So, dann habe ich mir hier so einen kleinen Zahnspachtel gemacht. Und dann können wir das nämlich schön verteilen alles. Schön an den Ecken, damit das alles schön hält. Und das finde ich nämlich ganz toll an diesen Zahnspachteln. Ihr habt ja gerade gesehen, ratzfatzi ist diese Fläche eingeschmiert. Und durch diese Zähne hier, die hier drauf sind, die habe ich nicht so stark gemacht, ist dann auch nicht allzu viel Leim drauf. Ne? So, jetzt ist das kleine Paket zusammengeleimt. Mal gucken. Es hat ganz schön ordentlich Gewicht. So, jetzt müssen wir es trocknen lassen. Ich denke mal so 2-3 Stunden. Und dann können wir weitermachen. Und los. Ach, weiter geht's. Thank you.
Schaut mal, ich habe hier ein Produkt bekommen von der Firma Benku. Schaut mal hier, Benku. Sie haben mir freundlicherweise hier eine LED-Lampe zur Verfügung gestellt. Mein herzlicher Dank geht an Sie. Ich möchte die jetzt mal mit euch auspacken, mal zeigen, was hier alles drin ist. Und dann können wir die Lampe mal zusammenbauen. Okay, gut. Dann schaut mal, was ist. Die ist hier in so einer schönen Verpackung. Dann ist hier der Halter, das USB-Kabel und hier ist dann die besagte Lampe. So, meine lieben Freunde, dann schaut mal hier runter. Hier unten ist das gute Stück. Das ist eine... Ich kann euch die mal ganz kurz... Hier sind ein paar Knöpfe dran. Wie bei einer ganz normalen Lampe, da kann man dann die Temperatur einstellen, also warmweiß und kaltweiß ausschalten und dann, ja, und so weiter. Ich kann euch mal hier ganz kurz die Lampe nochmal zeigen. Das ist eine kleine LED-Lampe, die mit einem USB-Ladekabel betrieben wird. Ja, meine lieben Freunde, das soll es gewesen sein mit diesem Projekt. Ja, wenn ihr mal schauen wollt, guckt mal. Hier kann man dann ausmachen. Hier ist ein richtiger Sensor dabei. Na? Aus. Die sind ganz empfindlich hier, die Lampen. Hier warmweiß, kaltweiß, warmweiß. Und hier dann die Helligkeit. Und hier ist dann aus. Das war das Projekt hier mit dieser Designerlampe, mit dieser Designer-Arbeitslampe. Wie immer unten in der Videobeschreibung findet ihr sämtliche Links, auch der Link oder den, ja, der Link hier zu dieser Lampe. Vielleicht möchte der eine oder andere diese Arbeitslampe für das Arbeitszimmer oder so nachbauen. Ja, ich habe leider nichts da, um euch da einen Plan zu geben. Ihr habt ja gesehen, ich habe hier auch vom Schweden die Bretter, diese Schneidebretter, alte Schneidebretter genommen, um daraus noch so einen Fuß für die Lampe zu bauen. Ja, ich hoffe doch, dass euch das Video bzw. das Projekt etwas gefallen hat. Ich möchte mich bei euch verabschieden. Ich möchte euch alles Gute wünschen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ich bin raus und weg und ciao, ciao.